Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, ja, ich hoffe, der erste Teil unseres Bastelabends hat euch gefallen. Wir werden heute mal uns den zweiten Teil anschauen und werden noch mal den Ort wechseln. Ja, lasst euch überraschen nach dem Intro. Heute soll es zumindest am Anfang mal um Streckenmodule gehen. Es gibt bei uns das Bestreben, dass also jeder, der ja, am Treffen in Stürmtal teilnimmt, dass der ein paar Kurvenmodule mitbringt. Und ja, da müssen für die Leute, ich habe ja auch meine Kurvenmodule für die Leute, die jetzt keine haben. Da noch welche angefertigt werden. Ja, und hier ist eben jetzt, wird eben das Profil bearbeitet. Ja, das sind die besagten Kurvenmodule. Da, wo die Einschnitte sind, soll also ein bisschen dreidimensionale Landschaft entstehen. Ja, hier haben wir noch ein Stück Kleinnaundorf. Die Module mit den ja, mit den weichen Hebeln im Vordergrund, die noch eingebaut und angeschlossen werden müssen. Ja, und dann haben wir hier die sogenannten Tundra-Module, also eins zumindest davon. Das war zumindest an diesem Tag meine Aufgabe hier, da die Begrasung noch weiter voranzubringen. Und ja, das ist wieder nach der üblichen Methode. Na, also Leimtropfen aufbringen. Und darüber begrasen. Ich habe es mal wieder etwas schneller gedreht, damit die Sequenzen nicht so langatmig sind. Ja, hier dann die Begraserei. Man sieht im Moment ja erstmal noch nicht so viel, ne? Das Phosphaser müssen ja dann erstmal wieder runter. Und dann haben wir hier leider den Damm vergessen. Das müssen wir jetzt noch nachholen. Da müssen natürlich auch noch Grasfasern drauf. Man sieht hier übrigens auch, ich habe ja so einen OP-Kittel an. Das ist einfach, weil ich ja direkt von Arbeit dahin fahre und damit die Klamotten sind sonst Fall für die Wäsche. Na, die Socken zum Beispiel, die Schuhe kriege ich noch sauber, aber die Socken, die müssen dann in die Wäsche, da ist alles voller Grasfasern. Na, und dann sieht man hier, wenn man die Fasern wiederverwendet, dann geraten dann doch immer mal ein paar Fremdkörper rein. Hier sind Holzspäne und da versucht man dann immer mal noch ein paar zu entfernen, damit dieser Kreislauf unterbrochen wird. Hier sehen wir dann mal, naja, nicht das fertige Modul, aber zumindest den Zwischenstand. Ja, und auch hier geht's weiter. Man sieht hier vorne die Stellen, wo, naja, es ein bisschen frei ist. Etwas davon soll dann auch frei bleiben. Na, dass dann auch ab und zu mal ein bisschen Erde durchguckt. Und ist ja auch nicht jede Wiese komplett bewachsen. Na, da habe ich extra so ein bisschen Erde noch, so ein bisschen Erdkrümel noch hingeklebt, dass das so offen, dass dann offen bleibt. Ja, dann wird vorsichtig abgesagt, also die Restfläche. Ich bin ja hier so am Ende des Moduls mit dem Begrasen schon angekommen.
Na, die Restfläche, die muss natürlich jetzt von Fasern befreit werden, weil die sonst natürlich alle an der Leimflasche kleben. Das wäre natürlich ein bisschen doof. Naja, da geht's weiter. So, dass das Modul noch fertig wird. Ja, ich kürze das Ganze mal ein bisschen ab. Na, das haben wir jetzt mehrfach gesehen, wie das funktioniert mit dem Begrasen. Das ist hier, naja, ich würde fertig würde ich es jetzt noch nicht bezeichnen, aber es ist also weiter fortgeschritten, das Ganze. Da in der Mitte ist noch die Schraube drin für die Masse. Und hier haben wir die andere Seite, die sieht schon ein bisschen besser aus. Also im vorigen Bild, da ist es noch nicht so ganz in dem Topf, wo es kocht. Ja, zurück zu den Bogenmodulen, da hat sich mittlerweile auch was getan. Es muss also unter dem Gleis, naja, noch ein bisschen Gleisbett hin. Und da gibt es jetzt hier, naja, diese Sperrholzstreifen, die jetzt hier dann sozusagen den Unterbau für das Gleisbett bilden. Das hat dann der Kollege gemacht, während ich begrast habe. Ja, und hier sieht man dann so, wie sagen wir mal, dieser Unterbau jetzt fertiggestellt ist. Ja, und dann gibt es noch ein Problem. Module brauchen Beine. Und jetzt werden hier die Beinhalter angebracht. Na, das sind also, ja, das, wer das kennt, ne, wer eine Terrasse hat, ne, das sind solche Terrassenbretter, die hier in kleine Stücke gesägt sind, weil sie eben genau das Maß haben für, na, die Dicke des Modulbeins, ne, dass das dann da reinpasst. So, das wird dann, ist also jetzt wird hier angeleimt und dann kommt hier die typische Fremo Zwinge, die das jetzt hier den Leim, also das Ganze unter Druck setzt, dass der Weißleim auch vernünftig abbindet. Dann haben wir hier ein Stück Modulbein, was hier als Maß dient. Wir haben dann auf der Seite ein Klebeband dran, damit das ein kleines bisschen breiter ist, damit das nicht gar so auf Passung gemacht wird. Ja, und dann wird dann hier das zweite Stück eingeleimt. Ja, das ist noch eine Linie drauf gemacht, damit er auch wirklich genau weiß, wo er einleimen muss und wo nicht. So, da kommt wieder das Beinmaß hinein. Und dann haben wir ja das zweite Klötzchen und das wird auch festgemacht. Ja, und das ganze Modul quasi viermal, ne, weil die Module normalerweise vier Beine haben. So, da laufe ich wieder mit meinem OP-Kittel rum. Und ja, dann passiert hier jetzt was. Es wird wieder eingeleimt. Es ist Zeit für die nächste Schicht, ne? Also auch das ist noch nicht fertig. Hier muss noch ein bisschen was getan werden. Also wird noch eine weitere Farbe reingenommen. Ich nehme an, das ist hier auch ein kleines bisschen zu trocken geworden, ne? Das hier also jetzt noch ein bisschen. Also werden wir gleich sehen. Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen ahnungslos denn das Video bespreche, dann liegt das einfach daran, dass es hier schon, na, die Aufnahmen jetzt schon eine Weile her sind, also mehrere Monate. Ich bin hier ein bisschen in Verzug geraten, was die Bastelabende angeht. Ja, Leimtropfen sind drauf, und nein, es geht nicht um eine neue Farbe, es geht um lange Fasern. Ja, weil, wie sieht eine Wiese aus, wenn sie blüht? Wir haben grünes Gras und dann haben wir relativ trockene Blütenstände und genau das soll das jetzt hier darstellen.
Ja, hier nochmal als Foto. Die Fasern sind, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind es 9 mm Fasern. Ja, das ist eigentlich fürs Getreidefeld gedacht, ne? Aber die Blütenstände haben eben eine ähnliche Farbe. Na, wie das Getreidefeld. Hier ist eigentlich schon fast ein bisschen zu gelb, aber das kann doch sein, dass das Foto hier gerade. Wir sehen ja hier, dass es doch sehr unterschiedlich sieht. Und solange es natürlich nicht abgesaugt ist, naja, sieht es natürlich jetzt nicht so sonderlich schön aus. Ja, inzwischen ist es in Kleinnaundorf weitergegangen. Wir sehen hier den Abzweig. Die gerade Strecke wäre dann die Hauptstrecke und der Abzweig würde im Vorbild zum Glückaufschacht gehen. Und da sehen wir hier mal ein bisschen den Gleisbau. Die Gleise müssen ja mit Strom versorgt werden. Das wird jetzt hier gerade erledigt. Dass Demontage hier dann Drähte. Die Drähte werden auf übrigens Meter. hier ganz bewusst an der Seite angelötet, einfach damit man später auch noch rankommt, auch wenn es jetzt nicht so super aussieht. Besser sieht es natürlich aus, wenn man von unten anlötet, aber ja, die Module, die sind alle hier irgendwie in Bewegung und werden viel transportiert und da ist das ein bisschen anders als auf der Heimanlage. So, jetzt geht es hier mal speziell um den Weichenbau. Hier auch ein bisschen schneller gedreht natürlich. Kollege ist schnell und fleißig, aber nicht so schnell. Ja, und dann sieht man hier, das ist genauso wie bei dem Tilchgleis. Also hier werden einfach die Profile eingefädelt. Und ja, das ist jetzt hier bei den Weichen auch nicht wesentlich anders. Na, also er malt das dann immer an. Das ist übrigens jetzt hier in Leim. Weiß nicht, ob das jetzt, das ist glaube ich da. Werden wir gleich sehen. Das ist, ich glaube, es war der Sekundenkleber, weil er hier mit 2 Sorten Leim gearbeitet hat. Er hat also einmal UV-Kleber. Sein UV-Kleber macht aber meistens so, dass er da nicht irgendwie den teuren UV-Kleber kauft, sondern die das Harz vom 3D-Drucker nimmt und das dann belichtet und das ist dann genau das gleiche, ne? Also hier wird ein Maß genommen, dann eine Markierung gemacht, dann wird das hier diesmal in die Zange, ne? Wenn da will nicht so ganz, das ist also nicht so einfach. Müssen wir es halt doch in die Hand nehmen, auch wenn dann die Trennscheibe doch sehr nah am Finger ist. Na, ich weiß nicht, ob es da jetzt hier irgendwelche Arbeitsschutzgeschichten gibt. Aber, naja. Im Hobbybereich neigt man dann mitunter dazu, das jetzt nicht ganz so streng zu sehen. Ja, und so entsteht jetzt hier das Herzstück. Weiß ich selber nicht. Hier wieder angezeichnet. Und jetzt versuchen wir es gar nicht erst mit der Zange. Sehr wichtig ist auch, das jetzt hier entsprechend anzuschleifen, denn an dieser Stelle des Herzstücks muss ja muss es auch so ein bisschen seitlich angeschliffen werden. Ich glaube, hier gibt es dann wieder Kritik in den Kommentaren, ich das jetzt hier so sehe. Aber ich kann es jetzt schon vorwegnehmen. Es ist hier kein Unfall passiert. Er macht das jetzt auch nicht zum ersten Mal. Ja, wird noch ein bisschen geschliffen. Und dann kommt es hinein.
So, das muss dann noch verlötet werden. Und ja, das sieht doch schon mal wie ein Herzstück aus. Also die Weichen in Possendorf sind exakt auf die gleiche Art entstanden. Na, das sind also im Prinzip die gleichen Weichen, wie wir es jetzt hier sehen. Da ist wieder der Leim. Na, aber nicht so ganz. Jetzt. Also diese kurzen Stücke, die muss man dann natürlich auch festkleben. Also muss ich jetzt mal sagen, mit dem entsprechenden Werkzeug sieht es hier jetzt auch nicht so schwierig aus, ne? Also es ist sicher, naja, ein bisschen. Bisschen schwieriger als es aussieht, aber es ist jetzt, also Hexenwerk ist es auch nicht. Na, ich brauche ein bisschen Fingerspitzengefühl und eine ruhige Hand. Aber das brauchen wir bei der Modellbahn ja sowieso. Und siehe da, das Ganze ist noch ein bisschen unscharf, aber jetzt haben wir es als Foto. Da sieht es noch ein bisschen besser aus. Also hat jetzt ein bisschen diese Bodenplatte von dem Herzstück ein bisschen angeräuchert, aber das macht dann die Farbe, die dann anschließend drauf kommt. Jetzt wird hier noch ein bisschen gelötet. Ich glaube, das ist jetzt hier eine andere Weiche, das ist nicht die, die wir gerade hatten. Ja, und hier haben wir die beiden Weichen, so wie sie jetzt hier fertig eingebaut sind. Das ist also der Abzweig in Kleinnaundorf. Ja, und dann muss an dem Abzweig noch ein bisschen am Profil gefräst werden. Das sehen wir jetzt hier. In dem Fall mal eben schnell freie Hand gefräst. Und trotz Absaugung sieht man hinterher dann ganz schön lustig aus. So, die andere Seite muss auch noch bearbeitet werden. Damit das alles nicht so gerade ist. So, und das sind dann die Holzspäne, die ich dann na, beim Begrasen mit auflese. Ja, hier haben wir einen kleinen Deckel mit Tiefgrund. Und da wird jetzt hier die Erde noch ein bisschen befestigt. Na, die Erde ist also nur drauf gekommen, also mit Leim einstreichen, dann die Erde drauf streuen. Und dann ist es leider so, dass also sozusagen die Oberfläche, dass meistens die Erde von der Erde noch was abgeht. Ja, kämpfen wir gerade mit den letzten Resten, dass da noch was abgeht und das klebt dann, das macht sich dann nicht gut beim Begrasen, weil das alles am Leim, an der Leimtube kleben bleibt und das nervt. Deshalb habe ich dann hier irgendwann mal gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mehr so. Also ich mache es schon immer anders, aber hier hat der Kollege die Erde drauf gemacht. Problem war, dass der Tiefgrund da war, fast alle. Den Rest, dann haben wir, glaube ich, weil wir noch Weißleim hatten, haben wir dann Weißleim angerührt und haben es damit gemacht. Ja, und dann sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Wir haben hier eine, naja, eingeleimte Fläche. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Und macht was draus und schauen wir mal, was der nächste Bastelabend bringt.